So, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, ich bin's mal wieder mit Sherlock Holmes hier. Und ja, beziehungsweise wir sind gar nicht Sherlock Holmes natürlich, ne? Wir sind gerade im Dr. Watson, wie man, glaube ich, recht gut erkennen kann, der hier gerade eine Kamehameha-Pose macht. Und ja, was soll ich sagen? Wir müssen an einen Spezialschlüssel gelangen, haben aber dafür noch offensichtlich noch nicht alles erkundet. Und wir gehen jetzt mal in die Küche und sagen mal Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Dicker, wie die alle Englisch reden, das ist so geil. I suppose it will be one less ungrateful mouth to feed if he dies out there. Okay, und hier ist Was der ist das wieder Speiseaufzug. functional? Ja. Oh, we never use that. I think he connects somewhere downstairs. Ja, macht Sinn. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie den da rauskriegen. Okay, dann tun wir jetzt einmal wieder Y drücken. Ja, das sind halt alles nur Personen, ne? Hier, da ist nicht viel. Ja, das ist nicht viel Tiefgang hier, der ganzen Scheiße. Ja, Mist. Okay, wir müssen uns hier noch ein bisschen umgucken. Aber ich finde es krass, dass die uns hier so frei rumlaufen lassen. Okay, krass, wir können ja auch einfach so in die Verwaltung rein, als wenn nichts wäre. Krass. Professor Geigers Patientenprotokoll, Oktober 1879. Upsi. Da eine intensivere Behandlung unerlässlich ist, wird mein Sonderpatient, Herr Wolf, ins Patientenzimmer 2 im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen und anderen Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand dieses Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sofortiges Eingreifen erforderlich, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Dezember. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession fürs Schreiben entwickelt, vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Der Patient bringt Namen aus seiner Vergangenheit zu Papier, ein klares Indiz dafür, dass er sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich, mit Schwerpunkt auf den Frontallappen und den Temporallappen. Digga, was machen die hier? Der chirurgische Eingriff verlief planmäßig. Das Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt, wenngleich seine Obsession fürs Schreiben erhalten geblieben ist. Die Gefahr ist gebannt. Der Patient muss jedoch täglich untersucht werden. Alter, das ist so eine kranke Scheiße, Alter. Noch ein Foto, Photograph krass. seems recent. A Okay. commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Ja. Ich muss sagen, Fotoalben sind nichts für mich. So, ich mag es auch nicht, wenn von mir Fotos gemacht werden. I don't know. Good Lord, that's a lot of records. Tja, ist halt die Frage, ne? Braucht die irgendjemand? Dann frage ich mich generell, wenn du solche ne, hier Bankunterlagen so stapelweise die letzten 50 Jahre aufheben musst. Ich frage mich, ob das jemals vorgekommen ist, dass irgendwie in irgendeiner Form sowas wichtig war. So vielleicht in eins von 1 Million Fällen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du keine Ahnung. Ja, was habe ich denn am 20. Februar von vor 17 Jahren, was habe ich denn da überwiesen bekommen? Ich kann mir so eine Situation einfach nicht vorstellen. I don't know. Kommt mir irgendwie sehr, sehr abstrus vor. Ein schönes Bild. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, aber das bin wahrscheinlich nur ich. Okay, wir gehen ja mal in alle möglichen. Ah, in die Rezeption. Okay, können wir hier I vielleicht was hope you're erlangen? finding your room comfortable, Dr. Watson. Natürlich, klar. Alles super. Alles fein. Okay, ich gehe einfach. I can't just leave Holmes here alone. Hätte ich so geil gefunden. Ein Besuch aus dem Weltraum. Glühender Meteorit in Arkham eingeschlagen. Klasse. So, in der Verwaltung haben wir jetzt alles abgewichst. Da ist nichts mehr weiter. Tja, Patientenprotokoll. Okay, das ist natürlich wichtig. Das brauchen wir, ist ja klar. Beobachtungen. Patientenprotokoll, genau. Das ist es hundertprozentig. Jetzt brauchen wir noch eine Beobachtung, die dazu passt. Tja, was nehmen wir denn da? Pff, das ist alles schwierig. Okay, The only Patientenzimmer. reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. LOL! Das ist das von vorhin! Also von vorhin, also für mich vorhin, aber war es Part 5? Glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr, welcher Part, aber das ist doch diese. Das ist doch genau diese Welt mit diesen Felsen und alles, alles zerklüftet. Da waren wir doch! Das kennen wir! Crazy shit, Alter. Absolut crazy. Absolut krass, okay. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch untersuchen muss. Aber wahrscheinlich, ja. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello.
Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. Oh, God. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right. You don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Einfach entspannen, klar. Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is... Well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Tja, mal gucken, ob wir irgendwas deduzieren können. Eine Gesichtshälfte ist gelähmt. Boah. Okay, das spreche ich nicht aus. Das könnt ihr vergessen. Was haben wir hier? Zwei tiefe Narben, präzise chirurgische Schnitte. Okay, was haben wir hier? Ah, hier haben wir es an den Händen. Boah, das sieht auch übel aus, wenn ich das mal so sagen darf. Hautpigmentierung, womöglich Medikamentenmissbrauch. Ja. Tja. Und hier haben wir auch noch was. Starke Verätzungen. Krank. Behandlung schlägt nicht an. Krank aufgrund von Behandlung. Seine Symptome scheinen eine direkte Folge der Behandlung zu sein, die er hier... Er ist halt schwierig. Also ich würde sagen, krank aufgrund von Behandlung. Weil ganz ehrlich, also alleine die Sache... mit denen die blau-grauen Pigmentstörungen an manchen Händen an manchen Stellen seiner Haut deuten auf eine Überdosierung von Medikamenten hin. Das bedeutet, allein diese Tatsache ist schon die Behandlung, in meinen Augen. Deswegen sei ich sofort krank aufgrund von Behandlung. Ja. Genau, annehmen. Bams. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Ach du Scheiße. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Beobachtung. Bams. Und damit haben wir's. Ja, ich hätte nicht so vorschnell sein dürfen. Das war mein Fehler. Es tut mir leid. Das habe ich verschissen. Das geht auf mich. Es handelt sich bei dem Patienten namens Wolf und Professor Becker, den ehemaligen Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Er leidet nun unter starkem Gedächtnisverlust, ist jedoch noch des Schreibens fähig. Kranke Scheiße. Ach du heilige Drecksscheiße. Okay, ja, dann haben wir jetzt noch eine Beobachtung. Ja, dann nehmen wir nämlich hier Charakterprofil nehmen wir mit dazu. Nicht? Okay, na dann wichtiger Patient einfach, ne? Ja, okay, so, ne. Indem man sie mit Hilfe von Dr. Becker bringt. Wenn Professor Becker noch imstande ist zu schreiben, lässt sich Professor Gygax vielleicht mit Hilfe eines von ihm verfassten Briefes ablenken. Alter, das ist. Ach du Scheiße. Was passiert hier? Jede Sekunde die. Ach du Scheiße. Es wird immer schlimmer. We really have visitors here. Kommen wir hier rein? Nee. Ivan. Wichtiger Patient, ja. How Edelweiss compares to your clinics in England. Tja. Das ist alles so fucked up. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, wie ich sie ablenken kann, aber ich rede nochmal mit ihm. Hello, Ken. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you.
She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Dr. Gygax ist grausam, ist inkompetent. Oh, damit kriegen wir es aber, glaube ich, richtig, oder? Wenn sie, wenn wir sagen, dass sie inkompetent ist. I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserve to sit as the director of the Black Edelweiss. Ihr wird das Handwerk gelegt, sie ist nicht die Zukunft. Ja, wie kommen wir mal so? As you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There, it's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Questions? Good das war großartig. Sir. You're as mad as they come. Geil. Ich liebe dieses Spiel. Also das Spiel ist vielleicht nicht so, ich sag mal, so umfangreich wie der vorherige Teil, aber es ist einfach fucking amazing. Zumindest von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber vielleicht trügt der Schein. Vielleicht hat das Spiel noch richtig, also noch richtig viel Content. Deswegen... Boah, schwierig. Professor Becker, jo. Wunderbar. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt an Sie ran? One of the patients asked me to deliver this note. Also. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. A letter for you. Unbelievable. Kunz, with me. Sehr gut, wir haben es geschafft, Baby. Yeah, yeah, Baby, ab ins Büro. Aber krass, dass sie das nicht abschließt. So, weißt du, so alles hier hochsicher und so, aber... Ja, was soll man sagen, ne? Oh Gott, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Ja, ich meine, man könnte ja einfach mehrere Sachen darunter ballern. In meinen Augen. Einfach alles darunter und dann kann Holmes sich das raussuchen, was richtig ist. Aber hey, das bin halt nur ich, ne? Okay, irgendwie habe ich bisher noch nichts so richtig gefunden, muss ich sagen. Hier. Ah, hier haben wir ganz viele Briefe und so. Vielleicht ist irgendwo eine Geheimtür. Brief einer Bank in New Orleans. Sehr geehrte Frau Professorin, vor kurzem sind wir mit der Hilfe unseres gemeinsamen Bekannten in den Besitz einer Sammlung seltener Edelsteine gelangt. Diese Edelsteine werden nun Juwelieren in Louisiana offeriert und ihre Kaufangebote lagen weit über dem von unseren Experten geschätzten Wert. Der vereinbarte Endpreis für die 11 Edelsteine betrug 12.550 Schweizer Franken. Wie von dem Veräußerer der Edelsteine gewünscht, erhalten sie 2/3 dieser Summe, wobei das Geld wie üblich ihrem Anwalt überwiesen wird. Wie immer versichern wir Ihnen unsere absolute Diskretion und freuen uns auf weitere Geschäfte mit Ihnen und Ihrem illustren Gönner. Mit freundlichen Grüßen, das lese ich nicht vor. Was haben wir hier? Oh Gott! Oh Gott! Wie ich immer kurbeln muss in so einem Moment. Relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Ja. Was haben wir hier noch? Nix, okay. Ja, was haben wir denn in der anderen Schublade? Da. Ein Buch. Ein Tagebuch. Oh nein, das wird viel Lesearbeit. Oh mein Gott, okay, so viel ist es nicht. Holy shit, zum Glück. Dezember 1879. 3 Monate ist es nun her, dass ich das Institut Schwarzes Edelweiß von Professor Becker übernommen habe. Nicht alle Kollegen waren mit den neuen Regeln einverstanden. Daher bin ich nun die einzige Professorin in dieser Einrichtung. Wie dem auch sei, ich werde einige kräftige Pfleger einstellen, um dem Personalmangel beizukommen. Zumindest kann ich nun ungestört meiner Arbeit nachgehen, ohne von engstirnigen Kollegen ausgebremst zu werden. März 1880. Die erste Überweisung von R ist eingegangen. Unsere Kooperation birgt Risiken, aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Mai 1880. Die erste Lieferung von Auserwählten ist eingetroffen. R hat wahrlich nicht übertrieben und Personen mit verschiedensten psychischen Eigenschaften bereitgestellt. Mir steht eine schwierige Aufgabe bevor. Aber ohne Zweifel wird auch meine eigene Forschungsarbeit davon profitieren. So kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Alleine diese
ja, wie soll man sagen, wie Abschaum behandelt, Menschen Auserwählten zu nennen, ist so eine Farce und so ekelhaft. Unfassbar. Sorry, unfucking fassbar. Schön, dass wir dir so alles hinterlassen und einfach wieder rauslaufen. Aber ich muss sagen, das läuft gerade irgendwie alles sehr, sehr clean, wie ich sagen soll. Fast ein bisschen zu clean. So, da ist wenig Spannung gerade drin. So, naja, ich laufe jetzt mal hier zur Küche. Wäre irgendwie krass, wenn wir jetzt noch unterwegs abgefangen werden würden, dass man so richtig drum kämpfen muss, noch in die Küche zu kommen. Das läuft irgendwie... Ja, läuft alles ein bisschen glatt, aber... Ja gut, ist halt auch schwierig. Don't try to fool me, Becker. I saw your letter written by your own hand. That name does sound familiar. Is it mine, you say? Nice try. What else did you recall? Silence won't help you. Fine. I'm not taking any chances. How about I cut open your brain again? Third time's a charm. Ja? Ach du Scheiße, was tun wir ihm an? Okay, wir müssen uns jetzt ernsthaft beeilen und vor allem hier weg, Alter. Holy shit. So, wir müssen jetzt zur Küche. Wo war die denn, verdammte Scheiße, Alter? Die kann ja nicht so weit weg sein. Patientenzimmer? Moment, wo war die Küche? Oh Gott. Büro? Warte mal, die Küche war hier, ne? Ja. Ja, hier war sie. Okay, und durch. Okay, ab an die Kurbel. Ja, wunderbar. So, let's go, Alter. Geile Kamerafahrt. Eieiei, was ist hier los? Wuhu! Wir haben es geschafft. Geil. Einfach faszinierend und awesome. Nice. Geheimnisse des Instituts. Oh, baby. It's sealed tight. I can't exit the same way. Okay, also müssen wir hier rein. Alter, je tiefer wir hier reinkommen, desto schlimmer wird's wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ah, guck mal, Mensch, meine Grundschule. Och, ist ja schön. Alles in Original. Ach du Scheiße. Okay, was haben wir hier? Blut, ne? Ja, ja. Aber das ist mehr abgebrochener Zahn. The tooth of an adult male likely lost in a beating. Only a couple of days old. Ja, das ist genauso wie in meiner Grundschule, ne? Okay, unten sind Fesseln, die sind aber anscheinend uninteressant, so wie es aussieht. Tja. Ach so, nee, doch, sind interessant, ja klar. Kette aus Stahl, abgenutzt. The inside of the cuff is worn. It's been used often. Okay, krass. What the fucking hell, Alter? Was haben wir hier? The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Hä? Ja gut, das sagt uns halt relativ wenig, ne? Also das hat jetzt relativ wenig, Also ich glaube jetzt nicht, dass das uns großartig hier bei diesem Fall weiterhelfen wird, um es mal so zu sagen. Eieiei. Ach du Scheiße. Ja, ja, das ist jetzt hier. Jetzt sind wir hier im absoluten Angrund Angrund, genau, wir sind im absoluten Abgrund angelangt. Nicht im Angrund abgelangt, mein Gott. Oh, nett. Schön, habe ich auch bei mir zu Hause. Ach du Scheiße. Jetzt hat er mal das Maul. Handschriftlicher Brief. Werte Professoren, vertrauen Sie meiner Führung, dem Licht der Tiefe. Dieser Mann wird unseren Auserwählten die Erleuchtung zuteilwerden lassen. Sorgen Sie dafür, dass er zugegen ist und unsere Auserwählten ausschließlich die heiligen Worte aufsagen. Dann wird die Trance beginnen. Wir werden dem jenseitigen Universum einen Schritt näher sein. Dem jenseitigen Universum. Hm? Ihrer Arbeit kommt dabei eine große Bedeutung zu, da viele Schafe unserer Herde nicht unsere Sprache sprechen und die Zeit drängt. Ich würde es für ratsam halten, in Gruppen zu arbeiten und eine Woche lang mindestens eine Sitzung pro Tag abzuhalten. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, die skeptischsten und widerspenstigsten Auserwählten mit Maßregelungen auf Kurs zu bringen. Ich denke, ich kann mich da voll und ganz auf sie verlassen. Was mich betrifft, so werde ich in der Zwischenzeit weiter an einer Methode arbeiten, den Trance-Zustand mit Hilfe von Lichtwellen erzeugt von Kaleid-Linsen aufrechtzuerhalten. Im Übrigen werden meine Männer New Orleans mit ihnen Kontakt mit ihnen aufnehmen, was die nächste Lieferung von Auserwählten betrifft. Schaffen Sie wie beim letzten Mal ausreichend Platz. Ja. Interesting.
Wer ist er? Das ist eine gute Frage. Was haben wir hier? Die Bank hat die Edelsteine. Mein Meister hat mir aufgetragen, die ersten Auserwählten zu liefern. Sie werden in etwa 2 Wochen eintreffen. Enttäuschen Sie uns nicht. Ah. Mhm. So, so. Was haben wir hier? Eine nette... ja. Einen netten Kopf. Sagen wir es mal so. Ein Schlüssel, oder? Ja, der Schlüssel. Ah ja, perfekt. Glänzender Schlüssel haben wir. Let's go. Okay, wunderbar. So, hier ist ein Aufzug, Alter. Als ob hier noch ein fucking Aufzug ist. Wer hat denn das alles gebaut, Alter? Vor allem wann? Oh, und ich muss wieder lesen. Professor Geigex Notizbuch. Ich konnte mit der neuen Methode endlich Fortschritte erzielen. Die Erfolgsquote liegt bei 40% der Versuchspersonen. Jene Versuchspersonen, bei denen die Methode nicht anschlägt, reagieren auf keinerlei äußere Reize mehr. Dennoch kann das Lautschriftsystem zweifellos als sinnvolle Methode erachtet werden. Unabhängig von ihrer Muttersprache oder Herkunft lernen die Versuchspersonen recht schnell die Gesänge fehlerfrei wiederzugeben. Dies gelingt ihnen, obwohl sie keinerlei geistige Eigenständigkeit mehr besitzen. Bedauerlicherweise ist einer der Auserwählten weiterhin widerspenstig. Die Isolation und der Nahrungsentzug haben ihn in seinem Ungehorsam sogar noch bestärkt. Bei einem anschließenden gut gemeinten Gespräch wurde er aufbrausend. Daher sah ich mich letztendlich zur Entfernung seines Frontal- und Temporallappens gezwungen. Sein trotziges Wesen ließ sich dennoch auch dadurch nicht bändigen. Ich darf nicht zulassen, dass er die anderen Auserwählten negativ beeinflusst. Daher bleibt nur ein Ausweg. Ich werde veranlassen, dass er im Brunnen entsorgt wird. Im Brunnen? Aha. Looks as if it's been recently used. Was ist das? Ist das... Hä? Was ist das? Ja gut, da kann man jetzt schlecht reinzoomen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht, also ich stehe auch gerade einfach auf dem Schlauch, glaube ich. Naja, egal. Okay, was ist hier? Okay, hier ist der Brunnen. Ah ja, klar, sehr gut. Das ist hier anscheinend die Leichengruppe. Oh, the smell. Ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ja, ja, hier einfach Kopf ab, ne? Remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Ja, ach du Scheiße. Dear God, is that body parts? Ja, es ist bestialisch. Ja, kein Kommentar von meiner Seite. Absolut kein Kommentar von meiner Seite dazu. Das ist... bestialisch, ekelhaft, absolut menschenunwürdig, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, sehr gut. Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel. Sehr gut. Und etwas Schreckliches, ja. Ah, lol, warte mal, da steht's doch hier. Im Untergeschoss befindet sich ein funktionsfähiger Phonograph, mit dem Phonographwalzen abgespielt werden können. Aha! Das hatten wir doch auch in Call of Cthulhu, Alter. Und bei Call of Duty hatten wir's auch. Gut, da vielleicht nicht. Eieiei, Geheimnisse des Instituts. Oh, Vögel, wie süß. A very professional brain dissection. Okay, doch, es ist doch nicht so schön, wie ich anfangs gedacht hatte. Tut mir sehr leid für die kleinen Vögelchen. Okay, was haben wir hier? Na ja, okay, hier haben wir auf jeden Fall... Das hier wollte... Das hier? Ne? Was ist das? Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. What the fucking hell? Warum? Also... Okay... Interesting. Full grain leather straps, impossible to escape. Vollnarbenleder. Mhm. Tja. Hier. Okay. Die armen Vögelchen. Es geht noch weiter runter. Ja, ist klar. Natürlich. Oh nein, nicht schon wieder. Get out of my head. Your mind festers, devoid of soul. Ja, wie ist euer LSD-Trip gerade so? Ist der auch so schön? Boah! Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal! Was zum Arschfick ist hier los? Let him rupture our world anew. Awaken and let the world behold. Okay, was auch immer hier passiert, ich will damit nichts zu tun haben. Kann ich hier bitte einfach gehen?
The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Also ohne Witz, das sind saugeile Höhlenmalereien. Einfach genial. Die Kerzen sind auch sehr schön. Auch wenn ich mich frage, wie lange die hier schon brennen. Aber, naja. Das ist immer das Tolle an Kerzen so. Ne, klar, die sehen cool aus, aber irgendjemand muss die Scheiße auch anzünden so. Und irgendwann musst du die wieder neu anzünden. Ja, das ist die Hölle. Egal. Okay, das war jetzt definitiv ein Acid-Trip zu viel. Das ist nicht gut. Das ist alles gar nicht gut. Okay, das bedeutet, das war das. Ach du Scheiße. Oh Gott, da kommt der Aufzug. Schnell weg. Okay, der Aufzug ist leer. Um Himmels Willen. Glück gehabt. A hydraulic elevator? How ingenious. Okay, na dann benutzen wir den nochmal, oder? Aber ich würde sagen, ganz ehrlich, Leute, das machen wir erst im nächsten Part. Alter, der Trip gerade war zu viel. Also das ist fucking amazing gemacht. Das ist einfach saugeil, was hier gerade präsentiert wird. Ganz ehrlich, da kann ich gar nicht mal mehr viel dazu sagen. So, muss ich gar nicht. So, das ist einfach geil gemacht und ganz ehrlich, es ist eine schöne Abwechslung zu den sonstigen Shadowcom-Spielen, aber gleichzeitig ist es auch der übelste Brainfuck, muss ich mal ganz ehrlich sagen, Alter, holy shit. Und what the fuck, es gibt 1500? Okay. Also ich hoffe mal nicht, dass das auf einen einzigen Playthrough begrenzt ist, weil dann dauert der Playthrough hier noch ein ganzes Stück, wenn wir gerade eben erst bei, lass es bei 300 sein, dann haben wir jetzt ein Fünftel des Spiels theoretisch. Ach du heilige Scheiße. Ich habe Angst, Leute. Ich habe wirklich Angst. Gott, wir gehen ja ganz schnell wieder raus. Das macht mir noch mehr Angst als alles andere. Ja, ich würde mich dann ganz recht herzlich einfach mal fürs Zuschauen bedanken und Alter, also was auch immer jetzt passiert, aber also noch schlimmer kann es eigentlich fast nicht mehr werden, oder? Das war übel. Das war richtig übel, der Trip. Ja, dann bleibt mir jetzt auch gar nichts mehr übrig, irgendwie zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Das ist ja klar. In dem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss.